Willkommen zu einem TV Berlin Spezial. Diesmal sind wir für Sie nach Düsseldorf gefahren, und zwar auf die IMA, Europas größte Messe für Spiele, Spielehersteller und vor allen Dingen Automatenaufsteller. Und hier wird natürlich derzeit auch über die Zukunft der Branche diskutiert. Als jährlicher Branchentreff ist sie ein Muss für Hersteller, Händler und Anwender. Einmal im Jahr trifft sich die Familie der Unterhaltungsbranche in Düsseldorf. Inhaber und Betreiber von Spielstätten, Warenautomaten, Bowlingbahnen und Wettbüros werden auf der IMA die neuesten Entwicklungen von Unterhaltungs- und Spielautomaten, Sportspielgeräten, Bowling, Wetten, Zubehör, Sicherheit, Ausstattung, Dekoration und Warenautomaten finden. Die IMA agiert außerdem als politische Plattform und ist der einzige Branchentreff, um Politiker zu informieren und seine Interessen zu vertreten. Doch wohin geht sie hin, die Reise für die deutsche Automatenwirtschaft? Paul Gauselmann, Vorsitzender des Verbandes der deutschen Automatenindustrie, teilte gleich zu Beginn mit, dass die Spitzenverbände der Branche den Dachverband die deutsche Automatenwirtschaft e.V. gegründet haben. Ziel ist es, zukünftig mit einer Stimme nach außen aufzutreten und in die Zukunft zu gehen. Dies sei umso wichtiger, als dass gemeinsam daran gearbeitet werden müsse, den Glücksspielstaatsvertrag noch in diesem Jahr zu Fall zu bringen. Nun ganz kurz, was ist der Inhalt dieser ganzen Problematik, die wir gleich auch bei der Talkshow zu hören bekommen? Ich will es ganz kurz erwähnen mit folgenden Schlagworten. 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 und jetzt haben wir 2014. Sie fragen, was soll das? Das Monopol der Länder für das Glücksspiel war gefährdet. Darum 2004 der erste Lotto-Staatsvertrag. 2006 hat das Bundesverfassungsgericht klar erkannt, dass dieses Monopol, dieser Vertrag nicht haltbar ist. Man hat klar zum Auftrag gegeben, entweder gibt ihr das Glücksspiel frei oder ihr bekämpft die Spielsucht. 2008 gab es dann den zweiten Staatsvertrag mit starken Einschränkungen für das staatliche Glücksspiel. Wir waren nicht betroffen, wir waren das gewerbliche Spiel. Darum konnten wir weiter expandieren. Das staatliche Spiel ging rapide bergab. Lotto mit 18%, Spielbanken mit 45% und OZ-Wetten mit 65%. Dass das nicht Freude verursachte, war klar. Und trotzdem, aufgrund von Prozessen der Sportwettenverbände aus dem europäischen Ausland, hat der Europäische Gerichtshof im September 2010 entschieden, auch dieser Staatsvertrag, dieses Monopol ist nicht haltbar. Quintessenz, am 20. Juni letzten Jahres hat das Bundesverwaltungsgericht klar entschieden, nicht das gewerbliche Spiel war Grund für die nicht vorhandene Kohärenz, sondern das unbändige Verlangen, Werbung zu machen in jeder Beziehung und nicht um die Spielsucht zu bekämpfen, sondern offensichtlich aus fiskalischen Gründen. Dieses Urteil, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollegen dieser Branche und vor allen Dingen auch denen, die uns beobachten, das müssen Sie hinter den Ohren schreiben. Man hat also mit falschen Voraussetzungen aus dem Urteil, aus der Empfehlung des Europäischen Gerichtshofs von 2010, 2012 uns erstmalig als gewerblichen Betrieb mit in den Staatsvertrag reingenommen, in einer Weise, die man auch nennen könnte, mit einem Verrufsverbot am Ende. Doch Paul Gauselmann machte den rund 300 Gästen auch Mut und unterstrich, dass in Deutschland für rund 10 Millionen Spielgäste der Spaß am gewerblichen Spiel im Vordergrund steht. Es gelte, positiv nach vorn zu schauen und nicht zu verzweifeln. Ein weiterer Gast ließ sich nicht lange bitten, die IMA 2014 auch persönlich zu eröffnen. Wolfgang Kubicki, Fraktionsvorsitzender der schleswig-holsteinischen FDP, hob als diesjähriger Festredner der IMA hervor, dass Verbote noch nie Probleme gelöst hätten. Manche Politiker hegen die Hoffnung, dass durch das Verschwinden der Spielhallen im Straßenbild automatisch auch die Spielsucht eingedämmt wird. Ein fataler Irrtum, denn das Spielen verschwindet nicht, sondern verlagert sich nur. Dass der Staat diese Erkenntnis eigentlich verinnerlicht hat,
zeigt die Tatsache, dass er selbst Spielbanken betreibt. Wer überdies glaubt, gesetzliche Maßnahmen auf Landes- oder Bundesebene könnten Glücksspiel verhindern, ist in der globalisierten Welt des Internet noch gar nicht angekommen. In der anschließenden Talkrunde nahmen neben Gauselmann und Kubicki auch Professor Dr. Bernd Hartmann, Professor für öffentliches Recht, Wirtschaftsrecht und Verwaltungswissenschaften von der Uni Osnabrück und Peter Remmers, Experte für Glücksspielforschung aus Amsterdam teil. Hier ein paar der Standpunkte aus der Runde. Egal was Schönes im Leben, es gibt immer wieder einige Menschen, die das, was Schönes, übertreiben und es auch teilweise so übertreiben, dass es krankhaft ist. Und dafür, das haben wir erkannt, seit mittlerweile 3 Jahren schulen wir unsere Kräfte in den Spielstätten. Mittlerweile sind 10.000 Menschen geschult worden, hauptsächlich bei der Caritas in Berlin, aber auch an anderen Stellen. Und ich glaube, dass wir es auf Dauer schaffen werden, diesen kleinen Prozentsatz zumindest anzusprechen, die übertreiben, anzusprechen und sie versuchen, einer Hilfe zuzuführen. Das gibt nicht eine einfache Lösung sozusagen. Denn im Allgemeinen kann man sagen, dass wenn das Spiel beschränkt ist, gibt es vielleicht weniger Probleme. Und das heißt, dass das Internet auch Probleme geben soll. Vielleicht viele Probleme, aber gleichzeitig wissen wir eigentlich nie, wie das ist. Das heißt, dass wenn ich darüber rede in meinem Land, in den Niederlanden, das haben wir gehabt für einige Jahre, dass da war das Bericht, es gibt 40.000 junge Pokerspieler, die pathologisch Poker spielen. Am Ende der Geschichte, aber die Forschung, wir haben die nicht gefunden. Sie haben Grundfreiheiten auf europäischer Ebene, Sie haben Grundrechte auf Grundgesetzebene hier bei uns im Land. Und wenn man in diese Rechte eingreifen will als Gesetzgeber, braucht man einen, ich vereinfache etwas, guten Grund dafür. Und der gute Grund, den uns der Gesetzgeber nennt, ist die Bekämpfung pathologischen Spielverhaltens, Bekämpfung der Spielsucht. Wenn der Gesetzgeber diesen guten Grund verfolgt, dann muss er das aber auch in einer Weise tun, die die Gerichte konsistent oder kohärent nennen. Die Regelung muss stimmig sein. Der Kollege Arp und ich sind von dem mit uns im Parlament vertretenen Sprecher der Linken, Ralf Stegner, permanent bezichtigt worden. Wir würden mit unserer Regelung bei den Spielhallen und bei den Spielbanken und bei den Sportwetten Geldwäsche und Prostitution Vorschub leisten. Ja, Sie lachen darüber. Man muss das auch wirklich, wirklich der Lächerlichkeit preisgeben. Aber das waren die Argumente, übrigens auch bei Spielhallen. Wir hatten jemanden vom LKA da, einen Kriminalhauptkommissar, der uns erklärte, dass man an Spielgeräten Geldwäsche betreiben könne. Und dann habe ich mir überlegt, wie lange die Leute spielen müssen, um signifikant Geldwäsche sozusagen hinter sich zu bringen, indem man also 50 Euro reinschmeißt, 20 Euro wiederkriegt und sagt, das ist jetzt weißes Geld. Also sie können nicht rational argumentieren. Und das Problem ist die Denunzierung einer Branche, das Problem ist die Denunzierung von Vergnügen überhaupt. Es betrifft ja nicht nur Spielen, es ist ein Urtrieb der Menschen. Ne? Und es betrifft alle anderen Lebensbereiche, in denen sie glücklich und fröhlich sein können. Fazit der Runde: Das schleswig-holsteinische Modell könnte ein vorstellbarer Kompromiss sein. Arbeitsplätze erhalten, regulieren, aber nicht überregulieren. Alle der Anwesenden waren sich einig, dass die notwendigen Rechtsmittel auch ausgeschöpft werden sollten. Beim anschließenden Messerundgang konnte sich Festredner Kubicki davon überzeugen, dass die Unterhaltungsindustrie nicht nur die neueste Technik, sondern gerade auch auf dem neuesten Stand in Sachen Spielerschutz und Verantwortungsbewusstsein ist. Eins unserer neuen Geräte ist hier zum Beispiel der Novo Game Manager Premium. Das ist eins der beiden Premium-Produkte, die wir jetzt neu auf der IMA vorstellen. Neu an dem Gerät ist hier die Spieleauswahl, die jetzt neu angeordnet sind. Unsere Spiele-Buttons sind jetzt quadratisch, nicht mehr rund. Wir haben die Spiele unterteilt in Spielkategorien. Das heißt, der Spieler findet so einfach und schnell sein Lieblingsspiel. Eine weitere Neuheit, die wir hier auf der IMA vorstellen, ist unser Zutrittssystem Clever Entry, das wir aufgrund jetzt der gesetzlichen Anforderungen auch entwickelt haben. Clever Entry ist ein System basierend auf einer Hard- und Software, die zum einen kontrolliert, ist der Spielgast schon volljährig oder nicht, aber auch einen automatischen Datenabgleich mit einer Sperrdatei macht. Neueste Technik, höchster Spielerschutz. Ein Fazit, nochmal 1:1. Ja, und jetzt wollen wir sprechen mit Andi Meindl vom Bundesverband der Automatenaufsteller. Hallo erstmal, Herr Meindl. Und wem nützt eigentlich dieser neue Glücksspielstaatsvertrag? Ist es staatliche Monopolsicherung oder Spielersucht, ja, Bekämpfung?
In erster Linie ist der Glücksspieländerungsstaatsvertrag, so wie der genaue Name lautet, zur Absicherung des staatlichen Monopols geschaffen. Spielerschutz wird vorgeschoben, soll aber nur bei den gewerblichen Anbietern umgesetzt werden. Der Staat gibt sich Werbungsmöglichkeiten, andere Arten der Heranbringung an den Kunden, um damit die in den letzten Jahren im staatlichen Bereich zurückgegangenen Einnahmen wieder auf eine bessere Schiene zu bringen. Das wird aber so sicher nicht gelingen. Wolfgang Kubicki, nochmal die Frage, wie lange beurteilen Sie eigentlich die Halbwertszeit des neuen Glücksspiel-Staatsvertrages? Ja, an sich ist er bereits über die Zeit hinweg, denn die Hessen haben es ja nicht geschafft, bis heute eine Lizenzen auch nur auszustellen. Nach 2 Jahren ist das ein Armutszeugnis und ich glaube auch, dass die rechtlichen Regelungen dieses Glücksspielstaatsvertrages europarechtlich keinen Bestand haben. Sie können ja nicht logisch erklären, warum Sie nur 20 Lizenzen ausgeben wollen, wenn Sie 30 Anbieter haben, die alle Voraussetzungen erfüllen. Die haben ja keine technische Knappheit, sondern das ist staatlicherseits gewollt, weil einige glauben, damit einen Teil des staatlichen Monopols retten zu können, was europarechtlich und weltweit kaum noch denkbar ist. Das Modell, was Sie in Schleswig-Holstein, sag ich mal, ins Leben gerufen haben, das bessere Modell? Ja, weil wir festgestellt haben, wir haben gerade im Internetbereich einen Grau- bzw. Schwarzmarkt, der weder kontrolliert wird, in den aber viel Geld hineinfließt. Und ich glaube, dass die Leute, die diesen Markt betreiben, in die Hände geklatscht haben, als das Schleswig-Holstein-Modell aufgelöst wurde und der Glücksspiel-Staatsvertrag unterschrieben wurde. Denn seit 2 Jahren dürfen sie dort weiter operieren, ohne dass wir als deutscher Fiskus an den Einnahmen partizipieren können und ohne dass wir Spielerschutz wirklich gewährleisten können. Das können sie nur machen, wenn sie das in Deutschland lizenzieren, in Deutschland stark kontrollieren und den lizenzierten Anbietern die Möglichkeit geben, die Schwarzen und Grauen vom Markt zu verdrängen, indem sie im Zweifel auch für ihr Angebot werben. Ja, liebe Zuschauer, Paul Gauselmann ist der Präsident des VDEAI. Hallo erstmal. Wir haben Sie ja vorhin schon in der regen Diskussion gehört. Sie haben aber so ein bisschen düstere Voraussagen gemacht. Treffen die wirklich alle so ein, wenn die Politik, sage ich mal, gegen Sie weiterhin so arbeitet? Das habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, wenn alles so käme, wie man es 2012 im Staatsvertrag geschrieben hat, dann würden 80% der Branche praktisch Berufsverbot. Und da wir die klare Aussage des Vorsitzenden des Rechtsausschusses haben, schon vor 2 Jahren, dass dieses verfassungswidrig ist, bin ich guter Hoffnung, dass wir ein Rechtsstaat sind, das sind wir in der Tat, und dass wir auch hier vorher klare Urteile bekommen. Was mir besonders gefallen hat, ist im vorigen Jahr, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt schon entschieden hat, dass 2012 die Gründe für die restriktiven Maßnahmen gegen uns falsch waren. Nämlich die eigenen Verfehlungen des Glücksspiels der Länder, nämlich die starke Werbung, war der eigentliche Grund, dass der Europäische Gerichtshof gesagt hat, so könnt ihr euer Monopol nicht halten. Die IMA 2014 in Düsseldorf. Sie gilt als die wichtigste Plattform für Hersteller, Aufstellunternehmer und Fachleute der deutschen Automatenwirtschaft. Nicht nur Branchentreff für über 180 Aussteller, sondern gerade auch ein perfekter Ort, um Missstände auf der politischen Ebene anzusprechen. 9000 Besucher konnten sich davon ein Bild machen. Ja, das war unser TV Berlin Spezial aus Düsseldorf, diesmal von der IMA, Europas größten Messe für Spiele, Spielehersteller und natürlich auch Automatenaufsteller. Denken Sie dran, wenn Sie spielen, spielen Sie mit Vernunft. Ja, und die meisten Menschen sind ja Gott sei Dank vernünftig. Das haben wir heute Abend gelernt. Vielen Dank fürs Zusehen. Machen Sie es gut.